Moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu meinem Abenteuer hier als Druide in Skyrim, der Anniversary Edition, mit ein paar tollen Mods, zum Beispiel der Druidenmagie und auch andere extra Zauberwege. Zum Beispiel haben wir im Tempel ein paar Beschwörungen gefunden. Das gehört sozusagen zum Druiden wahrscheinlich und die sind noch ein bisschen zu teuer. Wir gehen mal hoch. Können wir mal kurz schauen, wie es uns geht? Ich glaube, wir haben noch nicht gegessen und so. Aber... okay, wir sind bald ein Level. Wir müssen dann auch noch schlafen, damit wir ein Level abhaben können. Wissen erfahren. Barnis sammeln, ne? Jo. So, wir sind hier ja in der Halle. Wie heißt sie schon wieder? Sieht man das irgendwo? Ja, die Weltkiste. Drachenfeste, genau. So. Und hier müssen wir uns ja ein bisschen die Neuigkeiten übergeben, genau. Und hier müssen wir eigentlich... Jarl Balgroof empfängt keine Besucher. Oh, sorry. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Wenn wir das untere nehmen. Alba hat mich geschickt, Flusswald ist in Gefahr. Okay, dann ist es wahrscheinlich direkter. Ich werde nicht so öffentlich noch sagen, Drachenangriff. Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Ja. Das untere wird unsere Probleme machen. Ich mache das obere. Ein Drache hat Helgen zerstört. Ihr wisst etwas über Helgen? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Kommt. Gut, die richtige Wahl gewählt wahrscheinlich. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, wir wären fast gestorben. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung flog, davonflog. Ja, das ist wichtiger. Also Obrey ist ein bisschen zu schelmisch für mich. Bei Ismir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Das Feld ist verwiesen. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Ja, danke schön. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesem Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Okay, schon wieder etwas so Schweres bekommen. So ein Drachen-Schuppenpanzer oder so. Plattenpanzer, glaube ich. Aus Silber? Nein, aus Stahl, hä? Da haben wir eine Halskette, die nützt uns momentan eigentlich nichts, aber tragen wir mal Stahlkettenpanzerhemd, genau. Ja. Okay, nichts irgendwie Drachen natürlich, das ist in diesem Spiel auch nicht so der Fall, glaube ich. Vielleicht finden wir schon Drachensachen. Aber in Morrowind gab es doch irgendwelche Drachenknochen. Ich glaube hier auch in diesem Spiel. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein?
Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Aha. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Gut, dann und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung, wo soll ich hingehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz das einfach. Wird schwer sein. Nein, nicht ganz einfach. Könnt ihr mir das über das Ödsturz-Hügelgrab erzählen? Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Ja, das haben sie schon, danke. Ja, wir müssen zuerst mal eine Bleibe finden, unsere Sachen lagern oder in Sicherheit. Und ja, wir müssen natürlich an Essen kommen. Und ich hätte am liebsten so einen Bauernhof oder so etwas. Irgendwas, was uns halt ein bisschen zu essen bringt. Oder wir gehen auf die Jagd. Oder fischen. Fischen war ja ziemlich öde. Vielleicht am Anfang, aber später vielleicht besser. Mal gucken. Woher wisst ihr, dass sich diese Steintafel in Ödsturz-Hügelgrab befindet? Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässlich. Du liest Bücher. Wie werden Waffen und Rüstungen verzaubert? Ein Schüler der Kunst. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Ja, wir brauchen jetzt Geld fürs Zaubern und fürs Essen holen, hä? Ja, erzählt mir mehr über den Drachenkrieg. Es überrascht mich nicht, dass ihr nie davon gehört habt. Selbst ich hielt ihn für einen Mythos. Aber jetzt nicht mehr. Der Drachenkrieg hat wirklich stattgefunden, auch wenn wir so gut wie nichts über die eigentlichen Geschehnisse wissen. Vor langer Zeit, in der mythischen Ära, wurden die Drachen in Himmelsrand als Götter verehrt. Viele der gewaltigen Ruinen, die noch immer die Landschaft zieren, wurden als Tempel zu Ehren der Drachen errichtet. Genaueres ist nicht überliefert, doch eines Tages rebellierten die Nord. Nach einem langen und grausamen Krieg stürzten sie ihre Drachenherrscher. Und werden im Drachenkrieg alle Drachen getötet? Oh nein, natürlich wurden viele getötet. Andere hingegen sollten noch lange leben. Dieser Palast wurde sogar von einem Vorfahren Balgrufs als Gefängnis für einen Drachen errichtet. Daher auch der Name Drachenfeste. Das muss schon lange her sein. Seid ihr der einzige Zauberer in Weißlauf? Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Okay. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Machen wir gerne. Sehe ich für euch wie ein Kurios. Nein, ich werde die Frostsalze für euch überbringen. Gut. Das ist doch ihr kein Problem. Ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine gerne. So niedrige Tätigkeit. So für Arbeitspflichtige, hä? So, seid ihr in den... Nein, wie erfahre ich mehr über Magie? Ihr seid ein angehender Schüler? Nun, ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Okay, nochmals einer, der das sagt. Gehen wir dorthin, so schnell wie möglich. So, also ich möchte das Werft kaufen. Werft einen Blick darauf. Jo, danke. Ja, das mache ich, ja. Dass ich da auch etwas bekomme, aber ich sehe jetzt gerade... Aha. Eine Schockwelle aus Schatten
die 50% von unserem Mana, also Magicka, in magischen Schaden umwandelt. Das ist jetzt momentan 34 Schaden wert. Das ist eigentlich ziemlich viel, oder? Dann haben wir Raining Touch, eine, ja, Lebens- und Mana absaugende, wie weit weg? Das ist nur eine Berührung aus ganzem Nahkampf. Einfach für 10 Sekunden. Jo, 10 Mal, also 20 Mana, 20 Leben, okay. Dann können wir noch den Begleiter heilen. Ist aber auch ziemlich teuer. Was für wenig geht eigentlich. Dann einfach nochmals Rüstung erhöhen. Für die Beschwörungen. Wenn wir gezähmte Tiere haben, dann können wir sie zu uns beschwören. Okay. Dann haben wir hier die beschwörenden Waffen. Ja, Schutz, genau, könnten wir auch bald mal holen. Blitz, okay, es ist 25 Schaden, es ist also nicht so viel Schaden bei dieser Schatten-Nova. Okay, da haben wir aber die verschiedenen kleinen Zauber. Ich weiß nicht, was es genau ist am Anfang, aber einfach ja, die erste Stufe. Dann haben wir hier eine Explosion. Erdrosseln, okay. Okay, auch eine Absorption von Lifesteal. Feueratronach, sehr gut. Feuerblitz. Also Atronach sind auch so Beschwörungen, die wie so ein Elementar sind. Furcht. Heldenmut. Kerzenschein. Kann ich dir gut diese Rüstung verkaufen? Ist die etwas wert, wenn ich sie dir gebe? Wo ist sie denn? Er will sie nicht kaufen. Okay, schade. Eine Schmiedeschürze kannst du haben, aber es gibt nicht viel Geld. Ich weiß nicht, diese Halskette könnte ich eigentlich verkaufen. Ich schau mal, 122. Was jetzt zum Beispiel die Schmiedi noch sagt und die Alchemistin. Momentan solltet ihr die alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Ja, ich werde es holen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Ja, kein Problem. So, Gerda, was ich ist mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl, die seinen. Okay, gut. Aha, da kommen ein paar Leute. Abenteurer, ich will auch mitmachen. Ich will ein Abenteuer erleben. Geil. Hm? Hey, das ist ja so geil. Da kommen ja Abenteurer. So, wer bist denn du? Schicke Roben. Seid ihr ein Zauberer oder sowas? Ja, angehender Druide, danke. Ich wollte eigentlich noch diesen Diener anreden. Der ist gerade irgendwie nicht hier. Dafür Hrungar. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Ja. Wo ist jetzt dieser Diener hin? Der hat so viel Angst gehabt. Der war gerade vorher noch da und dann habe ich jemand anders gesehen. Ja, okay, dann machen wir das später. Das ist er nicht, oder? Das ist massiv. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Ich bin das erste Mal hier im Wolkenbezirk, sorry, aber nicht so arrogant, bitte, gell? Und du bist Mikael. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Okay, welche Dame? Ich habe jetzt... Okay, die Putzfrau. Und die andere, die jüngere, ja, klar.
Wo habt ihr das Spielen gelernt? Oben in Einsamkeit gibt es eine ganze Akademie, wo sie die Künste lehren. Gesang, Lautenspiel, Dichtkunst. Ich habe selbst dort studiert, musste aber wegen eines Missverständnisses mit der Direktorin abgehen. Nun ja, eher ein Missverständnis mit ihrem Ehemann. Aha. Oben in Einsamkeit gibt es eine ganze Akademie, wo sie die Künste lehren. Auf. Gesang, Stop. Lautenspiel, Dichtkunst. Ich bin Barde von Beruf. Okay, will nichts mehr Vielleicht wissen. Habt ihr schon von mir gehört? Er redet nur jeden Quatsch zweimal. Wow, jetzt ist wieder schön Wetter. Schönen Abend, Ravut. Ja, ziemlich geil hier. Also, das freut ja mein Erkundeherz und ja, ich möchte natürlich auch gerne hier ein bisschen verweilen, nur wir müssen weiter. Ihr braucht etwas? Jo, Dean. Gut, das sind wieder so Leute. Ariane, du hast doch Kennt irgendwie... ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Was? Das ist dein Vater? Was könnt ihr mir über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Ich wollte eigentlich mit dir handeln. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Ja, da war ich gerade. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Ja, vielleicht bald. Natürlich. Lockluft. Bis zum nächsten Mal. Gut, ich rede dich später an, gell? Ah, Priesterin? Okay, eine normale Priesterin. Oh, kaiserliche Anordnung. Schön. Leider ist es Abend. Ich müsste also noch mal das Geld bezahlen. Und kurz übernachten. Hallo. Na, hallo. Nein. Okay. Hm. Wir müssen... Das ist ein Händler. Das hier ist wahrscheinlich... Okay, ja. Gut, wir haben es schon gefunden, also am Marktplatz sozusagen. Hallo. Ihr braucht etwas? Ne, gerade nicht. Hallo, Arcadia. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Was? Wann habe ich das bekommen? Ich habe Frostzeit zu frech. Und Franka. Ah, wunderbar. Ich brauche die Salze für ein besonderes Gebräu, an dem ich arbeite. Einen einzigartigen Liebestrank. Vielleicht probiere ich ihn zuerst an Farengar aus. Oh, ihr erwartet vermutlich eine Art Belohnung. Hier. Diese Zaubertränke sollten genügen. Oh, danke. Okay, coole Tränke. Ihr seid also ein Heiler. So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Kannst du mich heilen, irgendwie? Habt ihr daran gedacht, nach Cyrodiil zurückzukehren? Warum? Weil ich eine stolze Bürgerin des Kaiserreichs bin? Weil die Sturmmäntel nur Nord im Himmelsrand sehen wollen? Sollen die Sturmmäntel doch im Reich des Vergessens verrotten? Ich lebe schon seit 20 Jahren in dieser Stadt. 20! Na gut. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Ja, ich brauche ein bisschen Geld. Also verkaufen wir doch irgendwas. Wir verkaufen einfach die Tränke wieder. Also Unsichtbarkeit wäre natürlich nice. So Verstärkungstränke werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so gebrauchen. Ah, das sind aber schon wichtig. Also Illusion werde ich vielleicht mal verkaufen. Ja, wir müssen irgendwie anders an Geld kommen, aber ich weiß noch nicht wie. Ich kann euch sicher das eine oder andere beibringen. Okay, das kostet auch sehr Wenn viel Geld. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen.
Jetzt müssen wir aber zuerst mal schauen, was wir da haben, was es uns denn macht. Also so wie es aussieht, habe ich nichts. Ich habe keinen Zauber, keine Krankheit. Ich habe Schutzgeist beschwören. Was macht ein Schutzding? Lass mal kurz die Taste ausprobieren, genau. Und Drachenhaut ist von unserem, von unserer Rasse. So, sollte eigentlich ja gut sein. Wir haben gar keine Krankheit. Die hat irgendwas gesagt, weil sie vielleicht einfach sehen, dass wir ein bisschen heller sind. Ich bin aber dunkel. Okay. Also wir haben gar keine Krankheit. Ich denke, jo, wir können jetzt hier auch nicht so viel machen, oder? Es ist halt einfach so, wir haben noch nicht viel gekämpft. Ich hoffe einfach, dass wir weiterkommen. Wir werden sofort aufbrechen. Nur wir sind es, die gegen einen Drachen kämpfen, richtig? Ich kann niemanden mehr entbehren und wir wissen nicht, wo der Drache ist. Eure Hauptaufgabe besteht darin, die Augen offen zu halten und die Leute in Sicherheit zu bringen, falls die Stadt angegriffen wird. Ihr braucht etwas? Ich denke nicht, dass ihr drei den Drachen allein in die Flucht schlagt, aber ich erwarte, dass ihr eure Pflicht erfüllt. Natürlich, wir werden Flusswald schützen. Das verspreche ich. Brechen wir auf, die Zeit ist knapp. Ihr braucht etwas? Hallo. Ja. Oh. Wird ein Dunkelelf zum Hauskuh? Balgruuf und mich verbindet der Kampf. Wir kennen uns seit unserer Jugend und haben unsere Freundschaft in den Feuern des Krieges geschmiedet. Als er Jarl wurde, bestand ich darauf, seine Leibwächterin zu werden. Er hatte keinen Grund, das abzulehnen. Bei den Göttern, was seid ihr neugierig? Das ist schon fast gefährlich. Ich will auch ein Huskar werden. Was macht ein Huskar? Ich habe die Aufgabe, alle Bedrohungen vom Jarl abzuwenden. Mächtige Männer haben viele Feinde. Besonders in Zeiten des Konflikts. Ihr könnt euch die Gefahren also vorstellen. Ja, man hat dem Jarl bereits nach dem Leben getrachtet. Schon einige möchte gern Attentäter, habe ich mit meiner Klinge aus dem Leben befördert. Ui, da muss man ja Angst haben. Mit welchen Bedrohungen muss der Jarl fertig werden? Da gibt es einige. Drachen, Sturmmäntel, ehrgeizige und skrupellose Adlige. Manchmal glaube ich sogar, seine eigenen Kinder wollen seinen Tod. Und das sind nur die körperlichen Bedrohungen. Angriffe auf seinen Geisteszustand sind eine ganz andere Sache. Täglich gibt er sich mit unterwürfigen Funktionären und inkompetenten Bürokraten ab. Leider ist es mir nicht gestattet, sie zu eliminieren. Nun, zumindest jetzt noch nicht. Okay, gut. Ich behalte euch im Auge. Wir könnten kurz ausruhen gehen, aber wenn ich jetzt gerade noch nicht so richtig sehe, wie viel Ausdauer ich habe. Und so. Das sieht man einfach gar nicht irgendwie. Okay. Ich mal einen Schutzgeist beschwöre. Was macht er dann? Sieht sehr dunkel aus. Warten wir noch kurz, bis wir angegriffen werden oder so. Was macht ein Schutzgeist? Das möchte ich wissen. Hallo. Okay. Mach dich mal ein bisschen leise, das stört ein bisschen. Die komische Ente, die zwitschert. Audio. Ich glaube, das ist ein Blaufußtempel. Auf jeden Fall ist es das Einzige, was... Okay. Ja, das ist schon angenehmer. Okay. So, ihr da, habt ihr auch noch Handeln, bitte? Ihr braucht etwas? Ich bin neugierig auf euer Heimatland. Die Khajiit kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das im Norden an Sirodil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Es gibt Städte, die so alt sind,
dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ich vermisse meine Heimat sehr. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Jo. Eine Angelkarte. Aloe Vera Blätter. Ein Rucksack. Ist leider auch zu teuer. Wir haben immer noch so wenig Geld. Wir müssen jetzt unbedingt ein bisschen Geld verdienen. Ich hätte vielleicht schmieden können und so, aber ich möchte jetzt zuerst einmal Platz haben. Ich kann ja nicht gut tragen. Ich bin immer noch so mega schwach. Ein Magierrucksack, das hätte ich gerne. Ist aber auch 400. Das sind alles so 400, 500 wert und das kann ich aber nicht so schnell ausgeben. Wir müssen also so langsam schauen. Wir schauen jetzt um Essen oder gehen mal zu den Bauernhöfen. Vielleicht verkaufen die etwas. Vielleicht kann man dort auch ein bisschen helfen und kommt dann ein bisschen Essen über. Und dann schauen wir mal uns ein bisschen um, dass wir ein Haus leisten können. Okay, ich denke, die anderen werden nicht mehr so handeln. Coole Pferde. So ein schwarzes Pferd wäre natürlich cool. Oder wir gehen direkt in die Akademie von Winterfeste. Das werden wir auf jeden Fall schnell machen. Geh jetzt einfach mal hier durch. Und ja, hier gibt es ja überall Bauernhöfe. Ich werde vielleicht mal am Anfang mal kurz da ins Katzenhaus schauen. Und gehen wir zuerst mal zur Mühle hier. Hier ist eine besondere Pflanze. Ah, das ist Nierenwurz. Okay. Das haben wir ja gesehen. Das war sehr wertvoll bei einem Händler. Jo, sammeln wir die doch ein bisschen. Vielleicht können wir da gut Geld verdienen damit. So, das Katzenhaus war, glaube ich, das kleinere dort. Eine Katzentagesstätte oder so. Also ein Katzenhandel. So, es ist Nacht, es ist kein Bauer in der Nähe. Ich brauche ja Weizen für Heiltränke. Ich habe ja Heilen noch nicht. Und ja, das würde ich gerne ein bisschen Mengen sammeln. Vielleicht auch die Heiltränke dann verkaufen oder so. Ja. Aber so viel haben wir halt mit diesem Kohl und dem Lauch nicht. Ja, verdient. Ich glaube, den Lauch haben wir auch noch nicht verkauft. So. Okay. Ist da gerade noch ein Bauernhof? Ja, eine Windmühle ist da noch. Genau, das ist die Windmühle, die wir gesehen haben. Gehen wir mal noch dorthin. Und Hof der Kampfgeborenen. Okay, das ist einer der Clans, die wir gehört haben. Kartoffeln klauen. Ja. Wagen wir es einfach mal, wenn wir halt erwischt werden oder so. Ja, dann werden wir einfach erwischt. Aber solange uns jetzt noch nichts passieren kann, groß. Bin einfach, jo, noch ziemlich vorsichtig. Was ist mit diesem Huhn da? Ist das ein Fasan oder ein... Ah, ein V, deshalb hat es so grün geschimmert. Cool. Sieht man von der Seite gar nicht. V ist cool, dass die auch hier gibt. Morgen haben sie ganz viel Essen, weil ich alles geändert habe, aber mitgeschleppt habe. Das möchte ich natürlich schon nicht unbedingt machen müssen, aber ich muss irgendwie. Hier ist auch etwas. Sieht sehr merkwürdig aus. Okay, es sind wieder die Hühner, die spionieren. Okay, die Weizen können wir wieder nur mitnehmen. Das ist gut. Gelbpieps macht's. So, also das dort drüben, das interessiert mich noch sehr. Aber ich möchte kurz noch ins Katzenhaus gehen. Jetzt gehen wir gleich dorthin. Im Nachhinein. So. Wow, ich bin so begeistert. Das Game ist, glaube ich, 13 Jahre alt und
Grafik ist immer noch wunderschön. Es ist ein bisschen unscharf in der Entfernung. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen ändern. Ich habe da schon etwas gemacht dagegen, aber eventuell wirkt es nicht, weil ich nicht reshade habe. Es muss nicht unbedingt reshade drin sein. Also, es war ein Mod, den habe ich nicht installiert, weil ich nicht reshade machen wollte. Und ein anderer, da stand einfach nicht reshade dabei, aber keine Ahnung. Hat so einen Filter, der schärfer macht. Okay, darf ich mal zu euch kommen, Pferd? Das ist eine Wache. Das sah aus wie ein Pferd. Doch, da ist hier das Pferd. Schablaban. Schaltarian, okay. Was ist mit dir hier? Ja? Ja, einen fliegenden Menschen. Ein andermal. Ist zu teuer. Aber dieses Pferd, kann ich es nicht wiederbeleben? Ich habe halt noch keine Fähigkeiten. Zauber, ich will euch wiederbeleben. Schon ein armes Pferd. Ja, das gehört einfach dem hier. Hä? Ist scheinbar ein Bug oder so. Kann ja mal passieren. So, wir speichern aber kurz noch. So, wieder einen neuen Speicherstand. Und jetzt gehen wir einfach noch ins Haus, wenn wir können. Okay, da sind wieder ein paar Leute. Ja, es geht natürlich nicht jetzt momentan. Ja gut, dann müssen wir da abwarten. Wir könnten verweilen kurz. Wie lange warten? Es ist abends und ich möchte gerne... wir müssten 9 Stunden schlafen. Also, ja, sitzen. So, wunderbar. Ja, es ist 8 Uhr. Sehr gut, stehen wir wieder auf. Jo. Malvin, hallo. Hallo, ich habe den Laden auf dem Weg hierher bemerkt. Ich komme mein Freund und Katzen an. Ich bin der beste Anbieter von Katzen, Tieren in ganz Himmelsrund. Okay, cool. Jo, wenn ihr... Aha, wir müssen dort rein, aber wieso? Hast du so einen dunklen Kopf und so helle Hände? Stimmt etwas nicht. Ja, aber es ist noch zu. Hallo. Ich möchte gerne da rein. Und jetzt hat er die Schnittkätze früher oder Kräze kaufen möchte, sollte ich nach Richtung gehen und ein Cousin schon besuchen. Okay, es ist noch nicht offen. Schade. Jo, jetzt gehen wir noch in das neue Haus. Was ist das eigentlich hier? Bienen. Honigbräu, Braunerei. Okay, das hätte ich schon gerne, aber das müssen wir noch ein bisschen. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten, bis später. Wenn ihr den besten Met in Himmelsrand probieren wollt, dann seid ihr hier richtig. Jo. Komme ich gerne wieder, wenn ich Geld habe. So, dann können wir gleich mal. Jo, dann in der nächsten Folge dort in das neue Haus gehen. Bedanke mich fürs Zusehen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sonst einfach auch ein bisschen schreiben. Viel will halt auch manchmal nicht so. Jo. Gut. Jo. Genau. Dann einen wunderschönen Tag. Seid zufrieden und jo, wir werden noch viel entdecken. Das Spiel ist ja auch groß und voll. Genau. Tschüss.